Liebe Zuschauer, Diane Amft ist zu Gast. Guten Morgen. Guten Morgen. Tom Fleischer ist zu Gast. Guten Morgen. Morgen. So, kurze Inhaltsangabe zu Frisch gepresst. Jeder zwei Sätze, vier Sätze dürfen nicht überschritten werden. Achtung, fertig, los geht's. Eine Generation in der 30-something, die für unsere Zeit momentan steht, wo große Entscheidungen anfallen. Heiraten, ja, nein, zusammenziehen, ja, nein, Kinder kriegen, ja, nein. Es ist eine Beziehungskomödie, eine Frau zwischen zwei Männern, die komplett gegensätzliche Lebensmodelle darstellen. Wahnsinn. Das wissen Sie, worum es geht. Es ist sehr lustig, der Film. Und wir sprechen gleich ausführlich. Und wir sprechen über Hollywood natürlich, über Musik. Stereo Love, die Band, die heute da ist, die macht ja Soundtrack. Die haben einen Song gemacht, ja, genau. Das ist super. Und auch noch und weitere Lieder. Wir sprechen über das Kinderhassen. Bleiben Sie mal lieber dran. Ich freue mich sehr. Diane Amft ist wieder da. Guten Morgen. Guten Morgen. Du guckst ab und zu auch mal rein. Wenn aber dann die ganze Sendung auch. Ich bin Fan. Ja, ich bin Fan von euch. Ich gucke auch immer gleich beide Schichten, wenn ich kann. Also das eine Mal im Jahr. Wenn Zeit nein, ist. Nein, nein, nein. So. Morgens ist schon öfter mal die Tom Vlaschiha oder so ähnlich, sprechen wir es aus? Nö, in Tschechien genau würde man so. Wo betonen? Das ist ein tschechischer Name. Ja, im Tschechischen wird auf der ersten Silbe betont, in der Regel. Das klingt also, dann wie? Vlaschiha. Smirslina, du sprichst Smirslina, ja fließend Tschechisch. Holischowice, ne? Ja. Prosim male pivo. Ja, Prosim heißt bitte, was, ja. Bitte ein Bier, oder? Bitte ein kleines gesagt, Bier, ne? Ja. Gibt es da noch Wurzeln, die du kennst? Also kennst du den nee, Weg das, zu? Ist schon, ja. Das ist wirklich schon zu lange her, das ist ein paar hundert Jahre her, dass meine Vorfahren da gelebt haben. Also könntest du dich nicht in der tschechischen Variante von Frisch gepresst synchronisieren? Das dürfte ein bisschen schwierig werden, ja. Wo es lustig klingen würde. Danny DeVito hat ja auch gerade im Lorax alle Sprachen gemacht auf Russisch, obwohl er es gar nicht kann. Ne? Also er hat einfach so einen Sprechtrainer gehabt. Mit einem Sprechtrainer, mit einem Sprachcoach und ein bisschen Übung. Ist das, glaube ich, jetzt nicht so das Problem. Bei euch im Film geht es ja unter anderem darum, dass Kinder jetzt doof gefunden werden. Viele Schauspieler versetzen sich in ihre Rollen sehr genau rein und üben vorher und gehen auch in Extremsituationen. Du warst nicht auf dem Spielplatz, hast Kinder angebrüllt? Ja, ich war auch auf dem Spielplatz und habe erstmal ordentlich rumgepöbelt. Ja. Ich muss ja auch wissen, wie sich das dann so anfühlt, wenn die Kinder so reagieren und so. Nein, im Gegensatz zu Andrea liebe ich ja Kinder. Und das war, also ich habe einfach nur mich versucht, in die Figur Andrea hineinzuversetzen, wie sie das Gefühl hat, ihre ganze Welt bricht auseinander, wenn so ein Wesen unterwegs ist, weil sie möchte ja schließlich Karriere machen und nach Mailand und so weiter. Viele Zuschauer, die sehr clever sind, haben jetzt schon bemerkt, es geht ums Kinderkriegen und nicht wollen möglicherweise auch eine Liebesgeschichte. Und es passiert noch viel mehr. Da war der tschechische Synchronsprecher bei mir schon dran gerade eben. Wir gucken mal kurz rein. Kinder sind Arschlöcher. Ich muss es wissen, ich war selbst eins. Sie wollen mir eine Stelle anbieten als Junior-Designerin in Milano. Ich sage dir, bevor du so endest wie ich, nimm mit, was du kriegen kannst. Ihr vergraut sie doch eh wieder. Damit du erstmal geschlechtsreif, hm? Ich habe keine Kinder. Und was in Planung? Sobald die Hölle zufriert. Ich finde, wir sollten es langsam vergehen lassen. Absolut. Auch wenn du alles Geld der Welt hättest, wärst du der letzte Mann, mit dem ich ins Bett steigen würde. Soll ich die Bridget Jones zurückgeben? Bitte nicht blau. Hast du was an denen machen lassen? Natürlich nicht. Nein! Hat sie eine Geschlechtskrankheit? Schwanger? Wer ist der Vater? Oh. Toll. What if I love you? Sind wir heute launisch? So glaubt alle Welt, dass ich launisch bin. Es gibt auch richtig glückliche Mütter. Verdammt nochmal, Jennifer, komm her! Das ist meine Freundin. Bei dem Kindernamen vom Spielplatz habt ihr wahrscheinlich auch viel lachen müssen. Jennifer geht ja noch einigermaßen. Ja, Jennifer Chantal Maurice. Jacqueline. Auch sehr schön, immer wieder genommen, ne? Ich sag keinen Namen, ich bin da ganz Diplomat. Doch, dir ist gerade einer auf den Lippen. Nein. Natürlich nicht. Jan, nein. Jan? Nein, Jan. Nee, das gibt's ja auch nicht mehr so richtig. Nein. Ja? Also gibt schon so ein paar Klatschnamen. Ne? Das ist irgendwie so, finde ich, so von Jahrgang zu Jahrgang gibt es dann einfach irgendwie, glaube ich, so 5, 6 Leute, die an einer Klasse sitzen. Und wenn man sagt, alle so und so klatschen. Alle Hände ja. Der Kevinismus. Du hast ein sehr schönes Hemd dir heute ausgewählt. Sind das Krebse oder Palmen? Das sind Spinnen, glaube ich. Ja? Ja. Du möchtest damit was ausdrücken? Möchte Britney aus Chemnitz gerade wissen. Nichts im Speziellen. Ich war lange nicht beim Psychologen, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Das Hemd hing lange bei mir im Schrank, war irgendwie ganz nach hinten durchgerutscht und ich habe es mal wieder ausgegraben. Wäre bei einer Prügelei, also wenn es wie im Film im echten Leben darum ginge, wahrscheinlich doch ablenken. Ne? Also bevor man dann zuhaut. Man erst mal so, genau. Es gibt ja eine Prügelszene, weil die junge Frau sich ja in der Rolle erstens nicht entscheiden kann, zweitens nicht, von wem ist denn das Kind? Ne? Richtig. Ihr haut natürlich nicht richtig zu. Mir wird es wahrscheinlich total Spaß machen, wenn ich Schauspieler wäre und so Prügelszenen mache, weil am Ende kommt man immer total cool rüber. Es tut nicht weh.
Oder? Naja, gib's zu. Das Ding ist, es ist natürlich choreografiert. Ja. Ja, und am wie Anfang, Ballett. Ja, wie Ballett. So darf es aber natürlich nicht aussehen. Und es muss echt aussehen. Deshalb macht man es wieder und wieder und wieder. Und die ersten Takes ist es so, man konzentriert sich noch wahnsinnig. Man weiß ja nicht so genau, was kommt als nächstes. Man will ja auch jetzt nicht die Faust unbedingt abkriegen. Aber je sicherer man sich fühlt, desto lockerer wird das. Und dann wird es auch immer schneller. Okay. Und dann muss man wirklich aufpassen, dass man nicht aus Versehen mal eine mitkriegt, weil... Hast du eine so schnell gekriegt? Also wir haben uns ein bisschen wehgetan gegen Ende. Aber, jeder tut natürlich so, mir tut es nicht wirklich weh. Und wenn es gut aussieht, war es das wert. Aber dann so, guck mal, man sieht nichts. Doch, guck doch mal. Genau. Nein. So, die hatten natürlich dieses große Problem, weiß nicht von wem. Da gibt es ja diesen Schwangerschaftstest. Wie kriegt sie es denn raus am Ende? Muss das Ergebnis nicht verraten, wer denn der Vater des Kindes ist. Aber du fragst es mich. Nein, wie es ausgeht. Nein, das ist, das bleibt bis zum Ende hin wirklich sehr spannend. Und, das ist auch für den Zuschauer echt ganz interessant mitzuverfolgen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten. Weil ich glaube, selbst ich, wenn ich den Film jetzt noch angucke, denke mir, Du weißt selber nicht, wie es ausgeht. Wieder vergessen. nein, aber das ist schon sehr, sehr irritierend. Kommt tatsächlich einfach beide in Frage. Was immer ganz spannend ist, ihr spielt es ja ohne die Musik, die wir immer hören. Da kommen immer dann bestimmte Bands, weiß man übrigens gar nicht als Zuschauer, das kennt man dann irgendwie. Oder plötzlich kommt ein Lied rein und man fühlt so richtig mit. Und das ist genau der emotionale Moment. Ja. Ihr wisst das ja vorher nicht. Oder wisst ihr schon, dann kommt das Lied von der und der Band. Und jetzt fühle ich das auch gleich mit. Das ist wirklich seltenst, dass man vorher schon auf die Musik, gibt es auch. Aber jetzt in dem Fall war es nicht. Und wir haben ja einen wunderschönen Titelsong erwischt. Die Band ist ja heute hier im Studio. Genau so ist es. Und und da haben wir, das ist schon ganz schön, wenn man das dann irgendwie sieht, dass es so schön zusammenspielt. Bei Tom müssen wir sagen, schön, dass er noch mal da war. Demnächst wahrscheinlich nur noch mit Bodyguards und in Hollywood unterwegs. Da lachst du, hast heute Morgen schon erzählt, ach na ja, ist ja nicht so, aber Anonymous, Games of Thrones, wie geht denn das da weiter? Die haben ja wahrscheinlich dann gesagt, der gehört jetzt zu uns. Ich darf nichts sagen. Ja. Du darfst nichts sagen? Ich darf überhaupt nichts sagen. Bist du jetzt ein Hollywood-Schauspiel laut deiner Agentur dann? Genau. Nee, ich habe da in der zweiten Staffel mitgespielt, die zurzeit auch auf Sky läuft. Ja. Und bin jetzt erstmal in der dritten Staffel nicht dabei, weil das nach Romanvorlagen geht. Und da ist eben meine Figur im dritten Roman nicht dabei. Und ja, mal gucken, wie es in Zukunft weitergeht. Das ist schön, so eine offene Antwort. Klar, muss man ja auch, ne? Als Schauspieler gucken. Aber vielleicht mit dem Hemd auf jeden Fall. Mit dem Hemd auf jeden Fall, ja. Also. So, wir bedanken uns, dass ihr da seid. Frisch gepresst im Kino. Finde ich auch schön, wenn man so grafisch sich dann noch hier so ein Tier überlegt, dass da, sagen wir mal, so eine Art Kaulquappe, die da... rein. Und wie es ausgeht, erfahren Sie nur, wenn Sie es angucken. Frisch gepresst im Kino. Und ich bedanke mich bei euch fürs Kommen. Dankeschön auch. Danke.